Die Druckluftpistole hier vor mir kommt sofort einsatzbereit mit allen Anschlüssen, die ich dafür brauche. Ich habe einmal den normalen Druckluftnippel mit dabei, aber ich habe auch die Möglichkeit, einen ganz normalen Schlauch anzuschließen. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, die Mundstücken zu wechseln. Jetzt ist die kurze Variante montiert. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine etwas längere zu montieren. Das wäre dann diese Länge oder die ganz lange Variante.